Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei No Fucks Given Factory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeigen wir euch mal, was man so mit Trockeneis alles anstellen kann. Das heißt, wir werden mit einem Gerät, mit einem speziellen, ja, den Dreck, Öl, Rückstände und so weiter aus dem Motorraum entfernen. Werden wir natürlich das Verfahren nutzen mit dem Trockeneis und werden da mit Druck, mit so einem speziellen Gerät, das zeigen wir euch gleich nochmal, alles einmal reinigen und werden dann noch gucken, was davon übrig ist und eventuell noch die Thermen rausnehmen. Ne? Also, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach mal an und ja. Leider hatten wir Schwierigkeiten mit dem Kompressor, der hat einen Defekt aufgewiesen, deswegen wir das Gerät nicht komplett nutzen konnten. Wir hatten zwischendurch nur 4 Bar, zwischen 4 und 8 Bar immer wieder, wo das Gerät eigentlich 10 Bar braucht, um richtig zu funktionieren. Wir haben trotzdem hier schon einiges sauber gekriegt, also wenn man sich das hier mal anguckt, das sieht auf jeden Fall um einiges besser aus als vorher. Leider nicht alles, hier musste ich richtig reinhalten aufgrund des geringen Druckes halt. Ich habe jetzt aber erstmal die Flächen gemacht, beziehungsweise die Ecken in dem Motorraum hier, wo ich nicht so gut rankomme. Hier hat es leider nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich das Trockeneis, wir haben ja noch ein bisschen was davon, also genug davon, jetzt nutzen. Und zwar das, was ich euch sowieso zeigen wollte, weil viele von euch werden so ein Gerät ja nicht haben. Und ja, an Trockeneis kommt ihr aber. Das bedeutet, wir werden euch jetzt gleich zeigen, wie ihr diese Thermatten hier drin mit Trockeneis entfernen könnt. Und zwar ohne groß heiße Föhn oder irgendwas, sondern mit Trockeneis und Alkohol. Ne, wir werden jetzt gleich hier einmal leer räumen und dann werden wir euch das mal zeigen, Alkohol, wie wir das anstellen. Wo mein Ansteller da auch ist. Ach, das habe ich vergessen, dir den Ding zu bringen. Packen wir jetzt noch Alkohol hinzu, weil Alkohol nicht gefriert. Haben wir hier minus 79 Grad mit dem Trockeneis. Und der Alkohol soll halt helfen, dass das Ganze ein bisschen schöner unter die Matten runter geht wohl und sich ein bisschen besser verteilt. Oh. Einfach rein gießen, genau. Raus. Oh. Jo, mach mal, lass mal das noch. Ich glaube, das reicht schon. Oh, sieht das geil aus. Das sieht echt entspannt aus. Also unser erster Versuch hatte schon ganz gut geklappt, allerdings nicht komplett, wie man sieht. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen zu wenig Trockeneis genommen. Wir experimentieren jetzt auch zum ersten Mal damit rum. Wir haben jetzt auch halt wegen der Maschine dieses Granulat quasi geholt. Normalerweise nimmt man dafür richtiges Trockeneis, also diese richtigen Klumpen. Das eignet sich dazu ein bisschen besser. Aber hier hat man es jetzt auch schon knacken gehört. Und ich glaube, David fängt jetzt einfach mal hier oben oder so an der Kante mal an, probiert das mal runterzuholen. Genau so stellen wir uns das vor. Genau so. Das ist ein schönes Stück hier. Thank you.
Aber auf der anderen Seite kann man ja schon mal das Ergebnis so ein bisschen zeigen. Sieht echt, echt hervorragend aus. Und jetzt zeige ich das natürlich nochmal, wenn es sauber ist, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Aber alleine hier, guckt mal da, die originalen Dichtungen sind alle noch vorhanden. Die haben wir nicht zerstört. Und die Kehrmatten sind aber oben runter. Wenn ihr das mit einem Heißluftfilm macht, dann macht ihr euch die ganzen Dichtungen auch weich und zieht euch die mit raus. Das ist echt nicht schlecht, die Technik. Da oben haben wir wahrscheinlich nicht genug Eis benutzt. Einfach. Ansonsten hätten wir das auch alles komplett abgekriegt. Richtig schön verteilen, da noch richtig schön in die Ecke rein. Das klappt schon richtig gut. Bei dir auch, ne? Oh, die Mutter ist runtergefallen. Jo. Jo, heb noch ein bisschen auf. Ja, hier fühlt sich schon jetzt schon sehr, sehr gut an. Ist so lecker. So, Freunde, hört ihr das Knacken? Genau so muss ich das anhören. Wenn ihr das macht. So, Freunde, wir haben die Arbeiten mit dem Trockeneis jetzt erstmal abgeschlossen. Es sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir werden noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil wir nicht genug Trockeneis hatten, weil wir ja auch noch mit der Maschine gearbeitet haben. Wir hatten jetzt insgesamt 30 Kilo, allerdings halt eben diese Pellets. Ich empfehle euch, nehmt richtig dieses grobe Trockeneis, wenn ihr das mal holt. Das sieht jetzt so aus. Wir haben es jetzt noch nicht gereinigt oder irgendwas, aber ja, wir haben halt viel Rost. Da werden wir uns noch drum kümmern. Die Seiten, da werden wir uns noch mal so irgendwie aus Pappe oder so irgendwas hinkleben, dann beim nächsten Mal logischerweise ohne Alkohol dann versuchen, das runterzukühlen. Und da hinten noch so ein bisschen, da noch. Aber ansonsten hier, das ist alles raus komplett. Da drüben ist komplett raus, wie ihr seht. Ne? Und das war jetzt schon ein gewisser zeitlicher Aufwand, aber im Vergleich dazu, wie das wäre, wenn wir kein Trockeneis benutzt hätten, also nur Heißluftföhn und dieses Geschmiere und so, das kommt halt super sauber raus. Ne? Da wischt ihr jetzt drüber, du hast keine Klebereste oder irgendwas. Also wir wollten euch die Methode einfach mal zeigen. Ich habe es halt sehr viel auf amerikanischen YouTube-Channels gesehen und weniger auf deutschen. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal hier auf dem deutschen, ja, auf der deutschen YouTube-Plattform, sag ich mal, zeigen, damit vielleicht auch ein paar mehr sich, ja, diese ätzende Arbeit ein bisschen erleichtern können. Klar, kostet auch ein bisschen mehr Geld, ne, wenn man sich dann noch das Trockeneis holt. Muss halt jeder für sich selber wissen. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Methode. David war auch sehr, sehr positiv überrascht, glaube ich, ne? Ja. Und ja, also wir haben jetzt ganz normal Brennethanol genommen, 3 Liter Kanister, der hat glaube ich 10 Euro gekostet und halt eben ganz normal Trockeneis. Ne? Mit der Zeit, ihr habt gesehen, am Anfang hat es noch nicht so gut geklappt, haben wir dann auch so den Zeitpunkt ein bisschen herausgefiltert, wann das ungefähr brüchig wird, wann das ungefähr funktioniert und haben dann auch angefangen, wirklich nur noch mit dem Hammer drauf zu schlagen und dann ganze Platten rauszuholen. Ihr werdet das ja so ein bisschen gesehen haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiert mal, ob ihr das beim nächsten Mal auch so machen werdet. Im Online-Shop gibt es weiterhin Caps, Lufterfrischer, Sticker, ne? Einfach mal unten in der Videobeschreibung nachsehen. Dort findet ihr den Link dazu. Ansonsten auch unserem lieben David natürlich folgen. Ne? Ich erwarte, dass der Junge bald 1000 Abonnenten hat. zeigt dem Jungen auch ein bisschen Support. Wir sind ja hier quasi in seiner Heimat, also in seinem Zuhause, in seiner Halle. Und bauen das Auto ja auch zu zweit auf, also da ein bisschen Support zeigen. Link packe ich euch in die Beschreibung von seinem Instagram-Account, genauso wie von meinem. Also für die Leute, die das nicht wissen, unsere Links sind auch immer in der Videobeschreibung. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Ciao.